Willkommen, meine lieben Mestre-Freunde da draußen. Wenn es um Mythos, Legenden und Sagengeschichten geht, dann stellen sich einige von euch sicherlich die Fragen: Sind solche Geschichten vielleicht wahr oder nur rein erfunden? Es könnte durchaus sein, dass einige von diesen Legenden nicht nur reine Fantasiegeschichten sind, sondern etwas, was vielleicht eine Person einmal erlebt hat und dies dann an anderen Personen weitergegeben hat. Natürlich verfälschen sich die Dinge meistens immer wieder, wenn man eine Geschichte erzählt und der Nächste erzählt sie weiter. Und dadurch entstehen dann solche Art mysteriösen oder Mysteriengeschichten, die wir heute vielleicht als Legenden oder Sagengeschichten interpretieren. Wie zum Beispiel auch die Ureinwohner Amerikas. Sie waren in der damaligen Zeit sehr spirituell veranlagt. Sie haben sich sehr viele Geschichten erzählt, sei es über Prophezeiungen oder über Ereignisse, die damals stattgefunden haben. Diese Völker waren natürlich mehr mit der Natur im Einklang als heute. Und sie erzählten sich so einige Geschichten, die sie vielleicht selber so erlebt haben. Und hier einmal so eine Geschichte. Einer dieser indianischen Legende zufolge wohnen die Dina, das Volk der Navajos, in ihren ursprünglichen Heimat fern im Nordwesten so stark von einem kriegerischen Stamm bedroht, dass sie fliehen mussten. In ihrer Not flehten die Schamanen den großen Geist um Hilfe an. Plötzlich erhob sich der Boden unter ihren Füßen und verwandelt sich in einen riesigen Vogel, der mit ihnen einen Tag und eine Nacht lang nach Süden flog, sich dann niederließ und wieder in Stein verwandelte. Von diesem Tag an lebten die Navajos auf dem Gipfel dieses Berges und kamen nur nach unten, um ihre Felder zu bewässern und Wasser zu holen. Lange Zeit ging alles gut. Doch eines Tages, während eines Sturms, als die Männer unten auf den Feldern waren, wurde der Berg vom Blitz getroffen und gespalten, so dass nur noch ein steiler Felsen übrig blieb. Die alten Männer, Frauen, Kinder, die sich noch oben befanden, verhungerten. Um die Geister dieser Toten nicht zu wecken, soll der Berg nicht bestiegen werden. Einer anderen Legenden zufolge landete eines Tages ein Unglücksvogel auf dem Felsen, der jeden Tag einen der Männer zum Fraß raubte. Ein Indianer ersann sich eine List, wie er das Tier töten könnte. Er ließ sich vom Altvogel als Beute für die Jungen ins Nest tragen. Dort gelang es ihm, den Vogel zu überlisten und zu töten. Beim Abstieg aus der steilen Felswand kam ihm die Spinnenfrau zu Hilfe, die unterhalb des Felsen ein gewebtes Spinnennetz ausbreitete. In der nächsten erlebten Geschichte geht es wiederum um eine wahre Begebenheit einer Person. Jedoch möchte diese Person anonym bleiben. In dieser Geschichte hat er einiges erlebt, wenn es zum Beispiel um eine Begegnung mit einem verstorbenen Großvater geht. Und diese Geschichte hat mich irgendwie inspiriert. Und hier einmal seine erzählte Geschichte. Ich möchte mich bei ihm noch herzlich dafür bedanken, dass er diese Geschichte mit der ganzen Community teilt. Mein lieber Großvater, väterlichseits, verstarb in der Nacht von Sonntag, dem 15.01.1990, auf Montag. Der 16. ist der Geburtstag meines Vaters. Zwei Tage zuvor, am 14.01., kam er von einer Skifreizeit nach Hause, welche von der Firma, in welche ich gelernt habe, organisiert wurde. Am Sonntag hatte ich meinen Großeltern dann noch besucht, einfach weil ich einerseits immer gerne bei ihnen war und andererseits, um mich zurückzumelden. Nichts deutete darauf hin, dass wenige Stunden, nachdem ich wieder nach Hause ging, mein Opa sterben würde. Ein Zeitsprung von wenigen Tagen. Mich hatte eine Grippe so richtig erwischt. Sie hat mich so erwischt, dass ich nicht zur Beerdigung meines Opas gehen und ihm die letzte Ehre erweisen konnte. Ich weiß nicht mehr, ob es noch am gleichen Tage oder einige Tage später war, als es plötzlich an meine Tür klopfte. Man muss hier wissen, dass mir meine Eltern im Keller unseres Hauses
eine Art Einliegewohnung hergerichtet haben. Gefehlt hat eigentlich nur die Küche. Jedenfalls hatte ich mein eigenes kleines Reich im Keller und konnte dort schalten und walten, wie es mir beliebte. Gegenüber meines Zimmers befand sich die Waschküche und meine alte Dame hatte die Angewohnheit, immer mit einem lauten Hallo in mein Zimmer zu stürmen, dass ich jedes Mal fast einen Herzinfarkt bekam und mich in die Zimmerdecke gekrallt habe, woraufhin ich das Zimmer schlussendlich immer abgeschlossen habe. Wie gesagt, es hat also an meine Türe geklopft. Da ausnahmsweise nicht abgeschlossen war, sagte ich nur herein. Und was jetzt folgte, war wie in einem schlechten Film. Klopfen herein, Klopfen an der Tür herein, immer noch freundlich. Erneutes Klopfen an der Tür, diesmal ein etwas lauteres herein, wieder klopfen. Ich bin bald durchgedreht. Ich also vom Bett, worauf ich lag und ein Buch gelesen habe, aufgesprungen an die Tür und dies aufgerissen. Und da stand niemand. Türe wieder zu und aufs Bett gelegt. Und wieder Klopfen an der Tür. Diesmal habe ich nicht nur die Türe geöffnet, sondern bin raus und habe in meinem Badezimmer, die Waschküche, den Partyraum und auch in den Keller unserer Mieter geschaut. Nichts. Wieder im Zimmer hat es wieder geklopft. Nur hört es sich jetzt so an, als ob jemand im Zimmer drinnen an die Türe klopfte. Mit einem Male hatte ich dann den Gedanken, Opa. Und dann ging eine Unterhaltung auf Gedankenebene los. Man könnte jetzt sagen, dass das nur Einbildung war. Ich aber sage, es hat sich überaus real angefühlt. Wie lange, also über welchen Zeitraum das so ging, kann ich nicht sagen. Irgendwann kam er wieder, wo ich aber dummerweise einen wichtigen Termin hatte, welchen ich wahrnehmen musste. Ich sagte dann zu ihm, er soll es sich doch bitte im Sessel bequem machen und auf mich warten, allein. Von da ab kam er nicht mehr zu mir. Was jetzt aber noch ganz wichtig ist und was man wissen sollte und was mein Vater mir erst nach seinem Tode gesagt hat, ist die Tatsache, dass er eigentlich gar nicht mein Opa war, denn er hat meinen Vater an Kindesstatt angenommen, ihn also quasi adoptiert. Uns Kinder hatte er es nie merken lassen. Für mich zählt dabei nur eines. Er war da und hat sich gekümmert. Mein richtiger Opa dagegen war ein Adliger. Kein von und zu, aber ein auf und davon. Ich bin froh und dankbar, dass ich alle meine Großeltern habe bewusst kennenlernen dürfen. Einschließlich eines Uropas und zweier Uromas. Das können meines Wissens nach nur ganz wenige sagen. Ja, meine lieben Freunde da draußen. Ich finde, solche Geschichten berühren einem immer wieder aufs Neue. Denn es sind erlebte Geschichten von Personen, die sie so erlebt haben. Und auch den Mut aufgebracht haben, über diese Erlebnisse zu berichten. Es ist natürlich auch selbstverständlich, dass viele unter euch lieber anonym bleiben wollen. Und wenn das der Fall ist, dann ist es auch so. Denn es ist ziemlich auch sehr persönlich, wenn es um solche Geschichten geht. Wem vertraut man solche Geschichten eigentlich an? Sind viele unter euch, die sagen, sowas kann nicht existieren oder sowas existiert einfach nicht. Und da muss man sich schon den gewissen Mut aufbringen, über das, was man erlebt hat, zu berichten. Ich bedanke mich herzlich bei der jeweiligen Person, dass sie mir diese Geschichte anvertraut hat. Und ich finde, diese Story ist wunderschön. Es zeigt einfach eine Verbindung zwischen dem Leben und dem Tod. Und jeder von uns hat schon einmal einen geliebten Menschen verloren. Wenn ihr Ähnliches schon einmal erlebt habt und ihr euch jetzt der Meinung seid, ich könnte vielleicht auch meine Geschichte dem guten Real Mystery anvertrauen, dann schreibt mir doch einfach eine E-Mail unter realmysterydom@gmail.com. Ich würde mich sehr freuen darauf.
Natürlich können eure persönlichen Geschichten natürlich auch anonym bleiben oder unter vier Augen, also so, dass sie nicht weitererzählt werden darf. Das schreibt einfach noch dazu. Ja. Aber ich würde mich dennoch freuen, wenn ihr bereit seid, diese Geschichte auch, also diese erlebten Geschichte auch mit der Community zu teilen. Und ich dazauge, dass mir eigentlich schon wieder so am Schluss okay sei. Ich habe ein Herz schon wieder an meiner Aussprache. Ich rede wieder mal ein bisschen im Dialekt. Das hänge ich gerne so am Schluss des Videos an. Ja, so bin ich, der Real Mystery Tom. Und ja, ich dazauge mir Herren ins. Bis zum nächsten Mal. Vierdenk.